Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, weiter geht's mit Phoenix Point. Liebe Leute, wir haben hier oben sehr schön diese Struktur hier jetzt von den Uralten erstmal für uns eingenommen. Was ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz verstehe, wenn wir da drauf gehen, sollen wir einen Guardian einsetzen. Dieser Guardian kostet 100 Lebenkristalle und das Ding, was wir hier haben, ist ein Lebenkristall-Steinbruch. Es könnte sein, dass wir einfach was dazu kriegen, wenn wir da jetzt stehen. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich glaube ja. Ein bemanntes Fluggerät entsenden, um fremdartige Materialien zu sammeln. Ich lasse die Tiamat mal ganz kurz hier, um zu gucken, ob das jetzt hier wächst. Weil momentan haben wir nur einen und das wird ja keinen Sinn machen, wenn man einen Guardian einsetzen muss, der 100 kostet, um dann das zu kriegen, was man braucht, um da einen einzusetzen. Aber wahrscheinlich können wir da einfach stehen bleiben. Und kriegen dann ein paar. Wir müssen allerdings, wenn wir das jetzt weiter fortführen wollen, nicht nur die Lebenkristalle zusammenbasteln, sondern, ich habe ja hier mal reingeguckt, was wir hier so haben, also die Kristallarmbrust. Die könnten wir nur mit Lebenkristallen machen und eben Materialien. Das geht. Alles andere geht nicht. Die Skorpion oder Skorpion, die braucht 3 von diesen Viechern. Und dann gibt es noch ein paar andere. Die Tadel braucht nur eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber ist ja auch nicht so wild. Und dann haben wir hier unten noch eine Sache. So ein Hammer, ne? Ah ne, die Splitterflinte haben wir auch noch. Die braucht 2 Lebenkristalle und dieses Zeug hier. Und da ist noch die Hacke der Uralten. So, es hat jetzt jemand von euch geschrieben. Vielen Dank dafür auch nochmal zur Info und so für mich. Das ist cool zu wissen. Also das sind offensichtlich total overpowerte Waffen, die dann ganz viele Gegner einfach so umnieten. Das wäre natürlich sehr spannend zu sehen. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht so genau. Also ich bin froh, dass ich nicht Festering Skies abgewartet habe. Sonst könnte ich ja gleich mal 250 Folgen aufnehmen von einem Ding. Und es hat jemand auch noch geschrieben, wir brauchen nicht nur das, sondern wir müssen auch noch die Verarbeitungsstätten dann dafür finden, für den Lebenkristall und für alles andere. Das heißt, wir haben da noch so 6, 7, 8 von diesen Schlachten vor uns. Und ich weiß nicht so genau, liebe Leute, wirklich. Also ich werde zwar grundsätzlich nicht müde, ich kann das sehr gut spielen, aber ich finde so 150 Folgen für so ein Ding reichen irgendwann eigentlich. Aber ich werde jetzt natürlich nicht aufhören. Ich frage mich nur, wie viel wir davon machen. Aber gut, das wollte ich euch nur sagen. Wir sind aber erstmal auf einer anderen Mission unterwegs, nämlich hier mit der Manticore. Die ist jetzt gleich an der Stelle auf in die Antarktis. Und ich denke, vorher passiert eh nichts anderes mehr. Wir müssen ein bisschen Tech uns holen. Deswegen ist es ganz gut, dass wir hier vorbeifliegen, weil vielleicht brauchen wir noch ein bisschen was, um denen ein bisschen Munition zu geben. Ich flieg mal darüber. Halt! Nee, so war es nicht gedacht. Ich wollte dich erst dahin schicken. Dankeschön. Bacchanal. Freeland. Wir haben Kontakt mit Freeland aufgenommen, einer Synedrion-Zuflucht. Eine Bürgerversammlung soll darüber abstimmen, ob man Ressourcen für unsere Sache bereitstellen möchte, aber der Großteil der Einwohner scheint sich bei einer Art Orgie zu vergnügen. Unsere Soldaten sind bei Interesse herzlich dazu eingeladen. Höflich abwarten, ablehnen und auf das Ende der Orgie warten, höfliche Ausflüchte vorschieben und sich zum Aufbruch bereit machen oder unseren Soldaten die Teilnahme gestatten. Jetzt ist die Frage, also auf jeden Fall kriegen wir hier Lebenkristalle, das ist schon mal schön. Aber die Tiamat kann da nicht stehen bleiben, die Leute müssen ein bisschen zurück und ein bisschen heilen. Das heißt, eigentlich bräuchten wir noch ein Fluggerät. Aber gut, dazu später. Jetzt ist die Frage, was hier passiert, ob sie jetzt, wenn wir ihnen, ich würde ihnen gerne die Teilnahme gestatten. Es könnte sein, dass sie Moral dazu gewinnen, es könnte sein, dass sie krank werden und alle sterben. Aber wenn man schon so eine Chance hat, ne? Ich meine, wir sind jetzt da mitten in der Antarktis, weit weg, uns irgendwie heilen zu können. Deswegen sollten wir wahrscheinlich eigentlich schön vorsichtig sein. Aber das ist ein Angebot, das man nicht abschlagen kann. Also, die Teilnahme ist gestattet. Nicht verpflichtend, aber wer möchte, der darf. Gemäß Verordnung 17.4b bleiben die Einzelheiten dieser Veranstaltung unter Verschluss. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen über eine etwaige Beteiligung der Soldaten. Später stimmt die Versammlung für eine großzügige Unterstützung des Phoenix-Projekts. Plus 10 und Nahrung plus 150. Na super, das war doch eine gute Entscheidung. Und sie scheinen sich ordentlich benommen zu haben. So, ich hätte gerne von euch noch ein bisschen Tech. Und zwar
4.8, wir haben ja gerade Tech bekommen. Dann nehmen wir lieber. Boah, ey. Wahnsinn, ne? Nehmen wir mal so 100 vielleicht für 400. Damit wir. Ah, hier ist auch Phoenix Echo. Damit wir. Komm, dreh dich. Ein bisschen noch was einbauen können, weil ich glaube, wir haben jetzt kaum. Wir haben gewisse Munitionsgeschichten nicht mehr. Ein Medkit kostet auch schon 6. Also, wir müssen bestimmt sowieso umlegen. Und ich habe hier auch noch gar nicht reingeguckt. Also, gut, mit 100 Tech sollte es aber irgendwie gehen. Und jetzt kriegen wir noch einen pandoranischen Geheimbericht, einen neuen Triton und eine neue Skillarm. Triton Umbra. Umbra. Na super. Jetzt werden die Tritons auch noch zum Umbra. Eine unnatürliche Triton-Hybrid-Unterart, die aufgrund ihrer Nähe zu veränderlichem Mutangas mutierte. Die genaue Eigenschaft und Fähigkeit der Kreatur bleiben weitgehend unbekannt. Bestätigt ist nur, dass sie sich nur zeigt, wenn ihr Leben bedroht ist. Berichten zufolge handelt es sich um eine ölige, teerähnliche Mutation, die besonders in unmittelbarer Nähe extrem tödlich ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die ist auch neu dazugekommen. Und Skylla Regina. Die Regina. 4600 Gesundheit, da gab es schon schlimmere. Schauen wir da mal detailliert rein. Die ist virusbeständig, hat einen Schallstoß, kann Kanonen vorbereiten und setzt Mindfragger frei. Und hat diese fiese Blasterkanone. Rüstung 80, schwerer Panzer, Wahnsinn. Das ist fett. Und schwere Beine hat sie auch. Wollen wir gucken, ob wir da ein paar Krampfadern reinkriegen in die Beine. So, dazu brauchen wir Säure eigentlich. Aber ich glaube, wir forschen gerade. Nee, wir forschen die Raketentechnologie. Ich glaube, ich möchte die Säure-Technologie auch noch haben. Und dann ist das nächste, was auf der Liste steht, die Kommandofestung. 2 Tage, das dauert alles, ey. Die steht hier. Forschung abschließen, sollen wir damit machen. So. Was hast du jetzt gemacht? Ach, die Thunderbird ist auch angekommen. Du kannst auch nochmal handeln, aber das ist genauso teuer. Naja, irgendwo müssen wir was abholen, ne? Bauen wir eigentlich jetzt... Ach, verdammt, das habe ich vergessen. Aber gut, wir waren ja in einer Mission. Ich habe nämlich hier, repariere ich ja die Nahrungsproduktion, was natürlich völlig unnötig ist, wenn wir nicht den Strom auch reparieren. Und der ist... Oh, Mann. Ja, gut. Aber müssen wir machen. Das dauert jetzt auch 3 Tage. Das war richtig dumm. Habe ich einfach nicht dran gedacht. Ich dachte, Nahrungsproduktion reicht ja. War nicht so. So, bevor ich überlege, was ich mit dem anderen Schiff mache, gehen wir jetzt auf in die Antarktis. Unsere Aktivisten, unsere, sind an der antediluvianischen Ausgrabungsstätte in der Antarktis angekommen. Wir müssen herausfinden, wie die Symes-Expedition vorgegangen ist und Beweise finden, wie die antediluvianische Protozivilisation das Pandora-Virus besiegt hat. Das machen wir sofort, wenn wir euch ausgerüstet haben. Ihr seid die Manticore, richtig? Jawohl. So, dann schauen wir doch mal. El Flocco. El Flocco braucht Granaten und hat nur so ein Ding. Ich habe gerade kurz vorher schon mal einen hier rausgenommen. Du kriegst das Teil. Säuregranaten haben wir nicht mehr. Machen wir dich erstmal so voll. Dafür hast du einmal Munition, dafür hast du einmal Munition. Einmal hast du auch das. Ja, ich weiß jetzt, ihr wollt noch ein bisschen was haben. Aber wir haben halt keine Kohle, ne? Willenskraft, Stärke, Geschwindigkeit. Oh ja, tatsächlich. Also der Patch funktioniert auch bei uns. Die Stärke geht jetzt hoch bis 35. Das ist doch cool. Das ist doch eine gute neue Sache. Dann kriegst du da auch eine Stärke dazu, glaube ich. Komm. So, Carsten. Ah, du brauchst jetzt den Kram von... Naja, wir haben hier so ein anderes Autogeschütz noch drin. Aber ich glaube, da wollen wir schon das haben. Die Arme bräuchten eigentlich einmal Munition mehr, wie wir gerade rausgefunden haben, damit wir da ein bisschen... Ah, das haben wir aber. Nein, haben wir nicht. Und wir haben hier ja den Vidar-Granatwerfer, stimmt. Aber haben wir den auch schon gebaut, den Granatwerfer auch schon gebaut? Der ist aber für Heavies, richtig? Gucken wir gleich, wenn wir einen Heavy haben. Ich muss erstmal zu Lilly gehen und der was abnehmen. Und zwar hier die guten...
das gute panzerbrechende Geschütz. Das hat sie ja, glaube ich. Und ja, hier ist nämlich auch leer, das Teil. Und eigentlich brauchst du auch das hier, damit wir wenigstens die panzerbrechende Pistole haben. Ich glaube, die haben wir nur einmal. Das wird jetzt wieder ein bisschen hin und her geklicke, aber das kennt ihr ja schon. So, da ist natürlich echt die Frage, den Granatwerfer. Also, eine normale kleine Gun. 10 und 3. Ah, du hast auch noch eine Shotgun dabei. Das ist natürlich nicht schlecht. Ach, du kannst ja auch... Ah, du brauchst die Kleine eigentlich gar nicht. Das war unnötig. Also, auf jeden Fall kriegst du das hier. Auf jeden Fall kriegst du noch eine Granate. Eigentlich sogar zwei. Jetzt ist die Frage, ob wir entweder die Shotgun nehmen. Aber es ist auch so eine alte. Da ist der Granatwerfer. Also eine so eine Granate kostet einfach mal einen. Stoß 50 zerfetzten 10. Ein Einzelschuss. Ist einfach mal ein Schuss, ne? Da haben wir zwei Schüsse damit. Aber gut, dann reicht vielleicht ein so ein Magazin. Das ist ja eh nicht so fett. Du bist voll ausgerüstet. Du hast zwei so eine Teile. Du kannst sie in der Gegend rumwerfen. Ein drittes wäre auch gut, ne? Eigentlich wäre das besser. Aber es ist echt schwer. Du kannst aber auch nochmal einen Stärkepunkt kriegen. Wir könnten dich auch noch weiter nach oben bringen, dass du die tragen kannst hier und dann doch nicht den Granatwerfer, sondern... Ach komm, mach's mit zwei und dem Granatwerfer mehr als zwei, stellen wir selten auf. Die kriegen aber jetzt keine zusätzliche Munition noch mit und das muss dann halt auch reichen. Okay, dann geht's weiter zu Mark. Mark hat auch wieder nichts dabei eigentlich und immer noch eine alte Rüstung. Es ist schon abgefahren. So, und auch keinen besonderen Kopf, aber die Dezeptor finde ich erstmal gut. Das finde ich gut. Du hast einmal Munition dabei, du hast eine Cinerion-Schall-Schockgranate, da kriegst du noch eine andere mit dazu. Du könntest jetzt natürlich auch so ein Ding hier irgendwie aufstellen, aber du könntest auch, und das macht mehr Sinn, hier einen schönen Granatwerfer noch mitnehmen. Und wir lassen es bei 8, weil du das auch noch hast. Und du hast 18 Punkte. Auch du könntest nochmal... Na, kriegst du auch nochmal Stärke dazu, wenn wir das jetzt kriegen können. Und damit bist du durch. Gorwin hat gar nichts mehr in der Hand. Oh Gott, Gorwin, es tut mir leid. Also das, den müssen wir auf jeden Fall voll ausrüsten. Andy hat noch. Er hat drei unterschiedliche Scharfschützengewehre. Allerdings nicht die ganz gute und der rote Riese ist auch da. Du hast keine weitere Spinnen-Arachni-Pack. Das wäre vielleicht noch nicht schlecht. 20 und 10, die mache ich dir nochmal. Einmal Medipack haben wir hier auch teilweise nicht, ne? Da müssen wir auch zumindest noch eins machen. Aber Gorwin kriegt eh noch... Nein, nein, du heißt immer noch Gorwin. Zip, zip. Oder hier. Und Granaten wären auch nicht schlecht. Andy. Okay. Und der rote Riese ist ansonsten... Der bräuchte auch noch eine Granate. Haben wir auch nicht mehr. Die müssen wir uns auch noch holen. Und Sensor ist dann, glaube ich, schon vom nächsten Schiff. Genau. Von der Tiamat. Also. Wahrscheinlich muss das abgeben Jeremy. Der hat ja... Nee, der hat auch nichts. Jeremy steckt in der... Thunderbird. Dann dürfte es Matze oder Sensor haben, das dicke Ding. Jawohl. Und du hast auch noch ein paar Granaten und das Virophagen-Kit. Oh ja, sehr wichtig. Dann nehmen wir das mit, das mit, das mit. Dann gucke ich bei Sensor auch nochmal. Wenn du jetzt auch noch das Gute hast, jawohl, hast du, dann nehmen wir das noch mit. Weil dann bekommt das nämlich dumm. Gorwin und Andy kriegen das dann. Und du hast auch gar keine Rüstung an. Ach, Leute. Was mache ich nur mit euch? So, Gorwin. Einmal das, einmal die Pistole. Aber trotzdem kann auch die sein. Obwohl, nee, Neural. Brauchen wir das jetzt? Wollen wir noch jemanden gefangen nehmen? Ich bin irgendwie nicht mehr auf gefangen nehmen aus, glaube ich. Da die Skiller wäre halt noch cool. Kriegst du jetzt die alte Rüstung? Du brauchst auf jeden Fall, also komm, du hast das noch, du brauchst aber auch
davon noch was. Lass mal die Giftgranate vielleicht hier weg. Dann müssen wir das nochmal bauen. So. Also Rüstung müssen wir uns noch holen. Und Andy kriegt auch anstelle von dieser die dicke. Und anstelle davon verschrotten wir mal einen. Bauen wir uns hier noch mindestens einen, eigentlich zwei. Gut, wir können auch noch mehr verschrotten. Das ist tatsächlich noch was wir wirklich machen können. Scharfschützenmagazin von Phoenix brauchen wir, glaube ich, nie mehr. Wenn, haben wir das von New Jericho. Dann können wir dieses Gewehr auch verschrotten hier. Wir haben bestimmt noch mehr, was wir verschrotten können. Okay, also erstmal ausgerüstet. Jetzt braucht nur noch... Jetzt muss Matze seinen Kram ausziehen. Und du kriegst jetzt mal das andere an. Ist aber nicht gesagt, dass das so bleibt. Und Gorwin kriegt seine Ausrüstung wieder. Ich glaube, die hast du auch abgegeben. So. Jetzt wird es aber auch Zeit, hier mal loszufliegen. So, dann kriegst du auch noch eine Giftresistente. Und damit sollte das doch hier irgendwie klappen. 8 übrig. Der rote Riese auch 8 übrig. Du kannst ja auch noch mal eine Weste anziehen. Okay. Los geht's. Also, auf in die Antarktis. Wir haben euch drin. Auf geht's. Sehr gut. Und komm. Jawohl. Diesmal habe ich mal den Pausenknopf zum richtigen Moment gedrückt. Die Manticore, sie fliegt. Endlich geht's weiter mit Mr. Symes. So. Dschungel in der Antarktis. Sieht das hier nicht kalt aus? Na gut. Auf in die Antarktis heißt sogar die Mission. Bergebeweise für die vorsintflutliche Zivilisation. Wir haben einen schicken Chiron Rubigus, der uns gerne Säurewürmer auf den Latz brennen möchte. Schauen wir doch mal, ob wir dem direkt ein bisschen Einhalt gebieten können. Da wäre zum Beispiel eine Granate ganz schön. Eine erste Granate. Allerdings ist er, glaube ich, ein bisschen arg weit weg. Ja. Also geht es doch erstmal um Aufklärung, es sei denn, es trifft hier irgendjemand von hier. Aber doch, tatsächlich von hier, eventuell. Und von da auch, schaue ich mal bei Andy. Angeblich von da. Naja, wenn da jemand weggeht, geht er mal einen Schritt nach vorne. Aber ich glaube, wir klären trotzdem erstmal auf. Ja, könnte klappen. Okay. Dann können wir das direkt machen. Wir klären aber trotzdem erstmal auf. Und das macht der rote Riese, denn der ist unsichtbar. Auf geht's. Mhm. Naja, es gibt von allen Seiten eigentlich ganz gute Deckungsmöglichkeiten. Dass ich jetzt so weit nach vorne renne, ist nicht unbedingt immer so, aber wenn hier erstmal nichts ist. Will mal in die Richtung nochmal laufen. Etwas weiter außenrum. Mit Mark hier in der Deckung davon nochmal näher rankommt. Könnte auch fliegen, ist klar. Nix, okay. Dann du. Hier wären wahrscheinlich Geschütze sinnvoll. Schau doch mal an der oberen Seite etwas entlang. Auch nix. Offen möchte ich dich jetzt nicht hinstellen. Bleibst wahrscheinlich da erstmal stehen. Und Elf Loco sollte auch nochmal ordentlich weit kommen. Bringen wir den. Naja, Säurewürmer werden kommen, ist klar. Bringen wir dich mal da nach vorne. Gut. Und dann dürft ihr den Chiron schon mal ankratzen. Mit 50% Wahrscheinlichkeit zumindest, aber das hat funktioniert. Okay. Dann machen wir das mit Gorwin auch. Wenn es denn klappt. I've got this.
Ging das daneben, Gorwin? Jetzt geht das schon wieder los hier. Tatsächlich. Es ging daneben. Na gut, alle anderen stehen soweit richtig. Also, Zug beenden. Es war ruhig. Durch den tiefen Schnee. Oh, da kommt ein... Naja, gut. Ich glaube, es ist ein Nahkämpfer. Na? Da kommt ein Triton Ghoul. Jetzt macht sich... Oh, der ist aber schneller geworden, der Chiron. Ja, haben sie vielleicht auch gepatcht, dass der Chiron nicht mehr ganz so lahm durch die Gegend latscht. 1, 2, 3 haben wir gesehen. Wahrscheinlich sind es wieder erstmal nur 2, könnte ich mir vorstellen. Und irgendwie scheinen hier noch mehr Viecher zu sein. Da kommt das Maschinengewehr auf Mark. Die Goliath hat ein bisschen Schaden abbekommen. Ansonsten hat er gedacht, es ist eine Mücke. So, gut, okay. Wie gut kommst denn du an den da ran? Und, ah, ist das ein... Das ist ein Umbra wieder, okay. Einmal Umbra. Reicht dich mal kurz. Säurewurm müssen wir uns auch drum kümmern, ist richtig. Naja, für die Dezeptor ist es ein bisschen zu weit. Aber der hat nur... Wie viel hat er? 200 irgendwas? 180 sogar nur. Den kriegen wir ja fast mit einem Fernkampfschuss irgendwie weg. Ich sehe nur einen Wurm. Sind die anderen gegen die Bäume geklatscht? Scheinbar. Das könnte Gorwin tatsächlich einmal Scharfschütze hinten und einmal Pistole hier vorne vielleicht, wenn das geht. Naja, es gibt eine Chance, dass es geht, sagen wir mal. Wen kriegst du direkt? Das nicht. Ah, der Triton ist aber doof hinterm Baum. Okay. Wie sieht's denn bei dir aus, Andy? Du siehst ihn auch wahrscheinlich doof hinter Baum, richtig? Ja. Könntest dich nochmal umstellen. Sind halt wie immer sehr weit weg. Oder zumindest relativ weit weg. Hier fehlt auch ein bisschen Sturmsoldat, ne? Ich weiß nicht, ob ich das gut aufgeteilt habe hier. El Flocco ist natürlich der Sturmmeister, das stimmt. 1, 2 und auf den da hinten. Aber wollen wir jetzt den Umbra schon starten? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier 260, da wäre eigentlich eine Granate wirklich sehr schön. Mal ganz kurz gucken, ob wir da hinkommen. Ja, so, naja. Oder eben auf die beiden. Sieht eigentlich erstmal hilfreich aus. Könnte sein, dass der sich dann verschwindend macht. Können wir noch eine Rakete hinterher schicken oder eben den hier. Kriegen wir noch einen Overwatch hin? Ich glaube nicht. Der Overwatch braucht 3. Dann machen wir Rakete und Overwatch. Ne, wir müssen uns aber ein Stück zurückstellen, wenn der jetzt kommt. Könnten uns da hinstellen. Vielleicht feuern wir doch mit der Dezeptor. Spinnen auch bestimmt nicht schlecht. Ja, warum eigentlich nicht, oder? 1, 2 und dann die Spinnen da reinschicken. Oh, da steht der nächste. Der ist sehr nah dran. Jetzt ist die Frage, bist du jetzt gesichtet worden oder nicht? Nur momentan steht hier immer, er ist verdeckt. Aber vielleicht ist das weg, wenn wir ihn jetzt da hinschicken. So, können wir jetzt ein neues Ziel haben. Das sieht doch ziemlich gut aus. Der hat einen Bilderstürmer. Ich halte das für eine gute Idee, glaube ich. 1, 2, ja. Wo kommst du noch hin? Du kannst bis da. Du könntest hier einen aufstellen. Ist das eine gute Position? Naja, für alles, was von da kommt, eigentlich schon. Dann machen wir das höchstwahrscheinlich mit dir.
Ich glaube, El Flocco schießt zweimal auf den und hoffentlich geht er dann weg und du kommst hier rüber, entweder dahin oder vielleicht sogar hierhin und machst einen Overwatch. Und was du machst, wahrscheinlich die Spinnen feuern. Lieber zweimal von hier? Ich glaube ja. Probieren wir es mal. ...96 hat nicht gereicht. Du musst beim zweiten Mal besser treffen. Aber er hat sich ein bisschen aufgedreht. Besser, habe ich gesagt. Besser nicht komplett daneben. Na gut. Dann wohl nicht. Du könntest einmal mit der Armbrust schießen, dann hätte er 60 Schaden. Du könntest auch dreimal mit der Armbrust schießen. Vielleicht bringen wir den dann lieber erstmal um. Das war ein bisschen zu hoch. Nein, gut. Ja, das war die, Bilderstürmer. Komm, triff. Nicht die Bilderstürmer, sondern was anderes. Och, Mann, Leute. Macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Wirklich. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr feuern eigentlich. Ach, Mann. Let's show them what we can do. Von hier kriegen wir sogar den da hinten. Ja, jetzt müssen wir bloß einmal, wir müssen den jetzt halt einmal abfeuern. Ist das ein Schuss, den man machen kann? Den da hinten? Nicht so richtig, ne? Der macht irgendwie keinen Sinn. Dann würde ich vielleicht tatsächlich einmal schnelles Zielen bei Gorwin schon mal machen. Und mich da hinstellen, wo ich vielleicht... Wo treffe ich? Welchen treffe ich da? Den da hinten. Ah, den treffe ich da. Ja, ist jetzt nicht ganz so klug, weil wir jetzt die Feuerkraft sehr aufteilen. Aber ich glaube, ist okay. Dann gehe ich dahin oder auch hierhin. Ah, da treffe ich auch den. Aber den Umbra will ich eigentlich noch gar nicht haben. Und du kommst von hier auch an alle drei. Oder wollen wir den Umbra doch schon haben? Nee, eigentlich nicht. Okay, das bringt ihn zumindest erstmal ziemlich ins Wanken. Aber der wäre quasi schon hinüber. Aber wahrscheinlich nicht ganz. Aber was daran gut wäre... Moment, jetzt gehe ich erstmal mit... Gorwin, du stehst dann, wenn du da stehst, naja, dann stehst du ihm davor. Du musst halt jetzt einmal treffen, und zwar den Wurm. Schaffst du das von hier? Das wäre super. Ach, warte mal, wenn ich jetzt schnelles... Naja, gut, dann... Das wäre super, wenn das jetzt einfach klappt. Bitte. Was ist denn heute für ein Tag? Habt ihr alle gesoffen oder was? Ich glaube, es hackt wirklich. Okay. Nee, nicht sprinten. Du solltest schnelles Zielen machen, aber eigentlich für was anderes. Nicht für diesen blöden Säurewurm. Oh Mann, wirklich. Okay, jetzt überlege ich nochmal ganz kurz, ob es noch irgendwas Kluges gibt, was ich sonst machen kann. Aber ich wollte jetzt eigentlich den ziemlich fertig machen und dann hier mit einer Überwachungsgeschichte den dann in der nächsten, also quasi in seiner Runde umbringen. Dann haben wir eine Runde Zeit, bevor der Umbra kommt. Wobei wir natürlich auch gucken könnten, dass wir ihn im Flammenmeer umbringen. Ach Mann, na gut, okay, dann machen wir jetzt, was machen wir denn jetzt? Schießen wir jetzt einfach mit Gorwin. Lining up a shot. Jetzt habe ich ja schon Angst, dass das auch nichts wird. Ist eigentlich ein ziemlich guter Schuss. Komm bitte. Okay, der hat noch 10 Bluten. Das heißt, ah, verflixt. 2 Gesundheit, 10 Bluten. Sag mir, dass du einen Flammendings in der Tasche hast. Jawohl. Sehr gut. Dann
haben wir die Umbra-Geschichte schon mal erledigt. Dann machen wir nämlich das. Sehr gut. Gut, okay. Das hat sich noch zum Positiven gewendet und Jeremy kann dann einfach, auch wenn das jetzt nicht die beste Position ist hier, aber ich glaube, es ist auch nicht so schlimm, kann hier einfach weiter Zielschießen üben und du hast jetzt noch 2 Chancen, diesen Säurewurm umzubringen. Dankeschön. Sehr gut. Dann könnten wir auch noch einen Schritt nach vorne gehen. Die Frage ist nur, wo kriegen wir was ab? Aber ich glaube, wir kriegen jetzt nicht... Wir stehen da eh offen. Insofern ist es auch wurscht. Ich gehe mal dahin und hoffe, dass Jeremy... Jeremy. Ich wollte dir nicht unterstellen, dass hier irgendwas... ach, du kannst ja sogar werfen. Das ist ja viel besser. Dann nehmen wir doch die Rattlesnake auf welche Seite? Auf diese Seite, irgendwo hier so hin. Und das kostet sogar nur einen. Ja, du kannst nicht um den Baum werfen, ne? Also werfen kannst du schon, aber schlecht. Ach, wir können die auch hier vorne hinschmeißen, warte mal. Warum eigentlich nicht? Werfen wir da eine hin. Und dann werfen wir die andere auch. Vielleicht werfe ich die dem einfach vor die Füße oder ich werfe sie noch ein bisschen dahinter. Hier bringt es gerade nichts. Obwohl von da kommen vielleicht auch noch welche, aber die kriegen wir von hier auch. Die stehen eigentlich ganz gut hier. Sie sollten nur nicht so stehen, dass sie gleich keine, also dass sie gemeinsam eine Granate abkriegen. Ist vielleicht hier auch so, aber ich schmeiße sie mal dahin. Ups. So, darüber. Sehr gut. Und du hättest jetzt noch einen Schuss und du hast auch schon 12 Mal daneben geschossen, aber du kannst maximal noch einen Overwatch sonst machen. Also schieß ihm den Arm weg. Bitte triff mal. 56, aber widerstanden dem Gift. Ansonsten ist keiner mehr dran. Doch, Mark noch. Geht Mark noch einen Schritt nach vorne? Ja. Geht er. Okay, dann sind wir durch. Und die Folge ist zu Ende. Liebe Leute, also, das schaffen wir auf jeden Fall noch und dann müssen wir mal weitersehen, wie es hier weitergeht. Aber dann ist Staffelende schon wieder. Ach herrje. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich könnte ja auch schneller spielen, aber ich habe halt zu viele, ich habe halt alles Zuschauersoldaten. Auch wenn ihr nicht mehr zuguckt teilweise, aber ich passe halt auf euch auf. Wir haben einen verloren bisher, einen. Das ist schon ziemlich gut, würde ich sagen. Das soll beibehalten werden, deswegen spiele ich so langsam. Ich glaube, sonst wäre ich ein bisschen schneller. Nicht viel, aber ein bisschen. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.